Okay, das nächste Team, das passt alles so gut zusammen, als hätten wir das absichtlich so gelegt. Damit auch immer Mate im Kühlschrank drin ist, brauchen wir den Fridge Object Observer oder kurz FU. Und die Gruppe kommt da hinten. Das sind Niklas, Bastian, Aaron und Patrick mit der wunderbaren Mentorin Madeleine. Das war auch so ein ganz praktisches Ding, ne? Ich glaube, also wir haben so Strichlisten aufgehängt auf die Kühlschränke, wo die Jugendlichen abhaken müssen, wenn sie was rausgenommen haben. Und das, ich glaube, das war der Stein des Anstoßes, ne? Für euer Projekt. Das war nämlich ein bisschen nervig, oder? Ja, ein bisschen. Also ja, die Strichlisten haben, glaube ich, nicht immer funktioniert, weil die Jungs und Mädels sind dann hingegangen, haben sich das genommen, sind dann zum Platz gegangen, so, oh, verdammt, ich habe vergessen, den Strich zu machen, sind dann wieder zurückgedackelt und ja. Ich denke mal, die Jungs werden euch jetzt erklären, wie man das Ding benutzt und was man für Probleme damit lösen kann für den nächsten Jugendhack. Seid ihr soweit? Ja? Perfekt. Viel Spaß. Ja, hallo. Unser Name ist Team Ettigel und wir haben das Projekt, Fridge Object Observer, kurz FU, in den letzten 3 Tagen entwickelt. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wie vorhin gesagt, an diesen Kühlschränken, da hinten auch, da und wo überall in diesem ganzen Haus, gibt es für uns Teilnehmer Getränke-Kühlschränke. Und dann haben wir uns gedacht, okay, diese Strichlisten sind ja schon lästig, so ein Strichchen machen und wer soll das überwachen? Und außerdem gibt es noch kostenpflichtige Getränke, die man bezahlen muss. Und es ist ja immer lästig, wenn man einen Strich macht, dann geht man dahin, ja, 1,50 rausholen, hat halt nur einen 50er-Schein so. Und jedes Mal wechseln ist halt ätzend. Dann dachten wir uns, okay, warum automatisieren wir denn das Ganze? Und wir haben uns dann zusammengesetzt und was dabei am Ende rauskam, war eine App, ein Webinterface und ein Server, mit dem wir dieses Konzept umgesetzt haben. So, mein Name ist Patrick. Ich habe bei der Planung mitgeholfen, bei der Organisation. Ich habe den Hackdash-Eintrag geschrieben und mich auch um die Entwicklung des QR-Codes und dem Webinterface gekümmert. Dann gebe ich das Mikro weiter. Ja, hallo, ich bin Aaron. Ich habe mich hauptsächlich um den Server gekümmert. Der läuft mit PHP und einer MySQL-Datenbank und der ist hauptsächlich dafür da, die Anfragen vom Webinterface und Server zu interpretieren und dann eben auch die Daten in der Datenbank zu speichern. So, und dann gebe ich jetzt das Mikro weiter an unseren Webentwickler. Hallo, also ich bin der Niklas. Ich habe das Frontend bzw. das Admin-Panel gemacht, was man gerade auch sieht. Im Admin-Panel kann man die User sehen, was für einen Code die haben, wie viel Coins, weil Mate-Coins kriegt man kostenlose Mate. Dann kann man auch die schönen Getränke sehen, wie teuer sind die Getränke. Kann man neue hinzufügen. Ja, welches Getränk nehmen wir mal? Nee. Ja, okay. Füg einfach mal irgendein Getränk hinzu, zum Beispiel Bananensaft. Dann können wir noch einen Preis angeben, zum Beispiel 2 Euro und ob wir Mate-Marken benutzen können, um das zu bezahlen. Das wird dann direkt im Webinterface dann angezeigt. Und ja, wir können auch eigene Kühlschränke noch hinzufügen oder den Inhalt der Kühlschränke. Zum Beispiel fügen wir hier gerade 20 Bananensäfte zu einem Kühlschrank hinzu. Und über Übersicht kann man die ganzen Käufe nochmal sehen, die passiert sind. So. Dann gehen wir einmal über zur App. Dafür brauche ich auch einmal die Kamera. Magst du filmen? Ja, das kann ich machen. Wem gehört die Kamera? Wer kennt sie damit aus? Gerade eben hatten wir jemanden, der das ganz schnell mit 2 Klicks
Genau, irgendjemand hat das gerade ganz schnell gemacht. Wer war das? Weil jetzt geht's gerade nicht. Ich habe ein iPhone, was man filmen kann. Ja. Über den Apple TV Stream, ja. Ja, kannst versuchen auf den Apple TV zu. Genau, machen wir das so. Ja, ich versuche mal. Das hat gerade ziemlich geruckelt. Code? Ja, dann müssen wir es nicht richtig. Den Code für den Apple TV? Ja. Code für den Apple TV. Warte. Ah. Okay. Genau, dann. Okay. Oh. Auf die Kamera. Genau, dann stellen wir es einfach mal über das iPhone da. Ich hoffe, man kann das dann einigermaßen erkennen. Wir haben eine App dazu gemacht, wie bereits gesagt, zur Verwaltung für die Teilnehmer. Die haben wir mit Cordova erstellt, das ist webbasiert. Kannst du ein bisschen weiter von oben? Das ist webbasiert, so können wir eine Android- und eine iOS-Version mit demselben Code machen. Kommst du einmal ran? Starten wir die App einmal. Dann kommen wir nach der ersten Installation, kommen wir auch in eine Ersteinrichtung, wo wir zunächst eine Server-IP definieren müssen, damit wir halt mit unserer Datenbank und unserem Webinterface kommunizieren können. Da ist die IP bereits voreingetragen, da muss man dann nur noch verbinden. Und daraufhin legt man dann den Auth-Code fest, den kriegt man dann von dem Organisator. Und daraufhin weiß dann die App, wer man ist und kann das zuordnen. Beispielsweise haben wir jetzt hier unseren Testnutzer 1 bis 6. Und dann sehen wir auch schon Hallo Aro, der hat uns erkannt und lässt uns in die App rein. So, dann öffnet sich daraufhin der QR-Scanner. Diese Schritte mit dem Server und dem Nutzer, die sind nicht immer nötig. Das ist jetzt einmal fest gespeichert in der App. Dann haben wir hier jetzt einen QR-Code, der würde dann beispielsweise an dem Kühlschrank direkt hängen. Der Konsument eines potenziellen Getränkes kommt mit seinem Handy, öffnet die App, hält das in Richtung des QR-Codes. Der QR-Code wird eingescannt und daraufhin erhalten wir hier eine Übersicht über den Inhalt des Kühlschrankes mit Stückzahlen und den entsprechenden Preisen. Und da sehen wir auch unsere 20 Bananensäfte beispielsweise, die wir eben hinzugefügt haben. Und falls wir uns jetzt davon einen nehmen wollen, klicken wir drauf, werden nochmal gefragt, ob wir das wirklich machen wollen, drücken auf Kaufen, machen das. Wir haben den Bananensaft gekauft, er zählt runter auf 19 und schon können wir uns unseren Bananensaft entnehmen. Unsere Organisatoren wissen Bescheid, dass wir es entnommen haben und wir haben zusätzlich den Vorteil, wir haben leider noch keinen Zurück-Button, deswegen müssen wir die App einmal neu starten. Das ist noch ein fehlendes Feature. Haben wir dann in dem Fall eine Kaufhistorie, wo wir dann halt sehen, was wir bisher so gekauft haben. Genau. Und wir dann halt am Ende des Wochenendes einmal gesamt abrechnen können und wir nicht immer diese 1,50 einzeln hinlegen müssen. Genau. Unsere übrigen Mate-Marken sehen wir beispielsweise auch. Die werden automatisch gesetzt, falls wir ein Mate-fähiges Getränk haben. Und dann, wie gesagt, haben wir eine Elbnandrechnung. Wir sehen offen, was wir konsumiert haben. Genau, ja. Dankeschön, nutzen wir dann nächstes Jahr. Falls sich jetzt alle gefragt haben, was Mate-Marken sind, wir haben so kleine Märkchen ausgedruckt mit dem Lasercutter, die die Jugendlichen bekommen haben, die sie dann abgeben konnten. Dafür gab es auch nicht nur Mate, aber wir haben sie der Einfachheit halber und wegen der schönen Alliteration Mate-Marken genannt. Und sie hatten natürlich Alpaka-Form, ist ja klar, wie alles bei uns.